Wir testen heute den besten Fish and Chips in London. Und zwar ist das Poppy's Fish and Chips. Kommt mit. Richtig geiler Laden. Sehr classy. Hallo. Alles gut ausgeschildert. Und hier um die Ecke, da sitzt schon jemand. Der hat richtig Hunger. Ne? Wie viel Hunger hast du? Hunger, ne? Boah. So, ich zeige euch mal ein bisschen die Karte. Es ist sehr classy. Es gibt Fish and Chips. Es gibt was zu trinken, auch ein bisschen Hähnchen. Aber das hier ist Poppy. Und der hat das alles hier gegründet. Und hier hinten seht ihr auch, wo kommt der Fisch her? Wie viel Uhr kommt er an? Genauso wie die Chips. Richtig nice. Da sind schon Fish and Chips. Und extra Soßen. Thanks, man. Extra Soßen haben wir bekommen. Sollen wir jetzt mal probieren? Ich bin wirklich gespannt. Das ist eine gute Idee. Ja, das kann man auf jeden Fall geben. Gleich mal die Qualität an. Da ist noch richtiger Fisch drin. Schöne dünne Panade. Richtig gut. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Der Pommes-Test mit hausgemachter Tartarsoße. Boah, die ist gut. Was hast du? Dann gibt es hier noch einen spannenden Side-Dish, und zwar grüne Bohnen, warme grüne Bohnen. Das kriegt man hier als Side-Order. Und hier Currysoße. Also eine spannende Mischung. Alles ratzeputze leer. Davids Teller wurde sogar schon abgeräumt, ne? War gut, ne? So, alles ratzekahl weggeputzt. Ich würde sagen, ich gebe dem Fish and Chips 8 von 10. Keine 10 von 10, also er geht noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was sagst du? Eine 9 von 10. 9 von 10, David hat einen leichten Schaden. Ich fand es auf jeden Fall mega lecker. Wenn ihr mal in London seid, checkt den Laden ab. Poppy's Fish and Chips. Geh mal jetzt.